Identifikation per Fingerabdruck. Die meisten Menschen kennen das aus Agentenfilmen. In Rülsheim in der Südpfalz gibt es die erkennungsdienstliche Maßnahme an einem ganz alltäglichen Ort. Im Supermarkt. Wer will, kann sich dort einmalig mit seinem Fingerabdruck registrieren lassen und danach einfach mit dem Finger bezahlen. Eine praktische Sache findet Supermarktbesitzer Roland Fitterer. Wir haben den Vorteil im Fingerscan-Bereich, dass Sie sich keine PIN-Nummer merken müssen, Sie brauchen keinen Geldbeutel und Sie brauchen keine Karte mehr. Sie registrieren sich einmalig als Kunde und haben die Möglichkeit, dauerhaft mit Ihrem Finger Ihren Zahlvorgang abzuschließen. Die Wissenschaft dahinter nennt sich Biometrie. Das heißt wörtlich die Vermessung des Lebenden. Gemeint sind damit individuelle körperliche Merkmale, mit denen sich ein Mensch von allen anderen unterscheidet. Neben dem Fingerabdruck kann man Menschen zum Beispiel auch an der Iris im Auge erkennen. Und damit hört die Reihe der biometrischen Merkmale nicht auf, erklärt Jan Ziesing, der sich als Forscher mit Identifikationsverfahren beschäftigt. Sie können mit Handflächen arbeiten, Sie können mit Fingervenen arbeiten. Der Gang einer Person ist in der Regel sehr typisch und charakteristisch. Die Stimme ist sehr charakteristisch. All diese Merkmale sind sehr gut für biometrische Verfahren geeignet. Noch vor wenigen Jahren waren diese Erkennungsmethoden in kleinen Spezialbereichen im Einsatz. Inzwischen schleichen sie sich immer mehr in unsere Alltagswelt. So nutzt der Zoo Hannover Gesichtserkennungsverfahren, um Besitzer von Jahreskarten zu identifizieren. Und eine Hamburger Grundschule sorgte für Aufsehen, weil sie Fingerabdruckscanner zur Identifikation in der Schulkantine nutzen wollte. Das angestrebte Ziel: mehr Sicherheit und weniger Papierkrieg. Doch ob das erreicht werden kann, ist fraglich, sagt der Informatiker und Philosoph Stefan Ulrich von der Humboldt-Universität Berlin. Biometrie im Alltag halte ich für ein Problem, weil eine Technologie eingeführt wird, die sicher erscheint, es aber nicht ist. Denn die scheinbar so treffsicheren Systeme lassen sich teilweise mit einfachen Mitteln überlisten. Das ist bei Iris-Scannern häufig schon mit einem einfachen Bild machbar. Und ansonsten, weil das ist ähnlich bei Gesichtsbildern, dass Sie auch dort mit Fotos arbeiten können und die häufig schon als Ihr Gesicht erkannt werden. Auch jenseits solcher Szenarien besitzen biometrische Verfahren eine grundsätzliche Fehleranfälligkeit. Sie stellen nämlich nicht die absolute Identität zweier Merkmale fest, sondern lediglich deren Ähnlichkeit. Wie groß die Übereinstimmung sein muss, bis ein Mensch als identifiziert gilt, das legt der Anwender fest. Wenn beispielsweise im Supermarkt das Fingerabdrucksystem auf 100%ige Sicherheit eingestellt wäre, könnte das dazu führen, dass immer wieder Kunden nicht erkannt werden und dass Scanvorgänge häufig wiederholt werden müssen. Wer einen reibungslosen Ablauf will, muss also die Treffgenauigkeit etwas herunterregeln. Es ist ein Abwägen zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Kritiker wie Stefan Ulrich haben jedoch nicht nur an der Sicherheit biometrischer Systeme ihre Zweifel. Ihnen bereitet auch Sorge, dass wir bei biometrischen Verfahren oft mehr über uns verraten, als uns klar ist. Nehmen Sie Ihr Gesicht, das Sie in die Kamera halten. Sie verraten, auch wenn Sie es nicht wollen, bestimmte Sachen über Ihren Gesundheitszustand, über Ihr ungefähres Alter, was Sie sonst nicht mitteilen würden. Aber lässt sich die Verbreitung biometrischer Verfahren im Alltag überhaupt noch aufhalten? Die Branche ist im Wachstum und die Bequemlichkeit ist für viele ein Argument für die Biometrie. Deshalb fordern Experten eine gesellschaftliche Debatte darüber, damit zumindest jeder weiß, was er tut, wenn er im Supermarkt mit seinem Fingerabdruck bezahlt.